Ja, hallo und willkommen bei Let's Play Max Payne mit eurem Pripple. Wir hatten ja in der letzten Folge hier einen kleinen Schutzwechsel mit ein paar bösen Bubis. Ich habe mittlerweile auch hier die Kisten kaputt geschlagen. Da war unter anderem ein Painkiller, waren zwei Painkiller drin. Ja, hat mich sehr gefreut. Und ja, wie wir wissen, war ja da hinten ums Eck gleich mal ein böser Bubi, der uns nichts Gutes tun wollte. Fressen wir einfach nochmal die Painkiller. Ich meine, wir brauchen sie eh. Ich habe mir auch für die Ingram noch Munition geholt. Die habe ich vorhin beim Rumrennen in der Welt noch gefunden. Kam mir ganz recht, weil die hier brauchen wir auf jeden Fall. Ja, diesmal war ich schneller, Junge. Komm, fliegst du da rein? Oh! Jetzt fliegt er noch nicht mal da runter, oder was? Da steht der Nächste. Ah, wieder zu lang gewartet. Natürlich wieder nix. Der Nächste ist da oben. Tja. Ich will da jetzt nicht runterfallen, ehrlich gesagt. Oh, da ist ja noch einer. Habe ich jetzt beide erwischt? Ja, wieso fällt hier keiner runter? Och, Jungs. Muss doch mal einer von euch runterfallen. Ja, ich würde jetzt gern wissen, was da unten ist. Aber reinfallen will ich jetzt auch nicht unbedingt. Vielleicht müssen wir da storytechnisch eh gleich runterstürzen. Schauen wir mal. Ja, wobei. Ist alles nicht so einfach hier. Ich will jetzt gar nicht wissen, was da hinten dran uns wieder erwartet. Aber Gutes kann und will uns hier in diesem Spiel einfach nicht widerfahren. Beziehungsweise Max. Und ja. Schauen wir doch einfach mal. Oh, ein großer Balkon. Wo sind wir denn hier gelandet? Also das kann ja irgendwie nicht so... Oh. Das kann irgendwie nicht so ganz richtig sein. Also ich glaube, da müssen, dürfen wir jetzt nicht unbedingt runter. Das würde ich jetzt nicht so empfehlen. Aber hier ist ja auch ganz schöne Kletterpartie. Na, hast du deine Kollegen vermisst oder was? Ich hoffe, da ist jetzt nicht noch einer. Das ist ja ein ganz schöner Balanceakt. Oh, und da müssen wir noch darüber. Da hinten gibt es nichts. Also gehen wir dahinter. Sah schon aus, als wäre da ein Schatten oder sowas. Heieiei, was ist denn hier oben los? Müssen wir da überhaupt lang? Dixie Mill Supply? Also das Dixie Klo oder was? Ich will hier gar nicht langlaufen. Ich möchte gar nicht wissen, wo hier überall irgendwelche Idioten stehen. Ist man jetzt da außen lang oder wie? Ja, so wie es aussieht, hier geht's nicht weiter. Dann müssen wir wohl hier oben langlaufen. Und da hinten ist die nächste Tür. Da drüben. Kommen wir nicht hin. Huh, ist ganz schön frisch hier oben, muss ich schon sagen. Aber Max, sicher wie er ist, balanciert es einfach mal alles weg. So, dann speichern wir mal. Ach, ich werde hier echt zum Dauerspeicher, ich sehe es schon. Weil da ist ja auch schon der Erste. Wow, Munition, Munition, Jungs. Dauerfeuer und wieder keine Leben. Tja. Ein paar Painkiller wären jetzt wieder gut. So wie ich das sehe, warten eh gleich wieder 10 Leute auf uns irgendwo ums Eck. Ja, renn schön auf mich zu. Komm nochmal.
Oh, da unten sind ja noch mehr. Tja, kommen die jetzt hoch oder was? Ich habe jetzt nicht so Lust auf Gesellschaft von denen. Machen wir es lieber so. Bam! Yeah! Flieg! Oh, da hinten sind ganz viele Painkiller. Oh, wow, 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 wow. 4 an der Zahl. Und wir werden hier angegriffen. Oh! Nein, jetzt wo ich die Painkiller hatte, verdammte Scheiße, wieso kommen die hier auch hoch? Ah, Mann, oh Mann. Na gut, zum Glück haben wir davor gespeichert. Ist ja nicht so, dass wir vorsichtig gewesen wären, ne? Ah, dann gehen wir die Sache doch mal anders da an. Vielleicht können wir hier mal einen schönen Molotow-Cocktail runterschmeißen. Ja, der war wieder super geworfen. Oh Gott. Wie vorhin, kein Leben, keine Schuss mehr. Oh, es ist der Wahnsinn. Also das werde ich definitiv nicht speichern, weil es kann ja nur sein, dass wir jetzt sterben wieder. Eins. Und nochmal. Zwei. Der hier wartet so schön und dumm. Ich hoffe, dass wir ihn jetzt noch erwischen. Jawohl! So, und jetzt müssen wir mal rennen. Weil die Idioten kommen schon wieder von da unten. Und dann fressen wir gleich mal ein paar. Nein, nein, Jungs, Jungs! Oh. Das war jetzt auch einfach wieder Shoot and Run, aber es hat geklappt. Wieder alle Painkiller verbraucht. Kommt da unten noch jemand? Oh, da unten sind Drums. Also ich würde sagen, auf dem Weg darunter wird uns eh noch was begegnen. Deswegen tun wir gleich mal hier vorsichtshalber alles auffüllen, was geht. Könnte auch da hinten irgendwas sein, wenn man da hochlaufen kann? Schauen wir doch mal. So, den Idioten haben wir ja davor oben runtergeschmissen. Ach, da geht's ja so dahinter. Aber nichts, was uns interessiert. Was sind das für ein stöhnendes Geräusch? So, bevor wir hier ein bisschen eine Drum-Session machen, speichern wir es nochmal ab. Bam, bam. Bam. Ja, Max ist ein Multitalent. Ja, komm, es geht doch auch euch, stimmt, oder? Test, Test, 1, 2, 3. Karaoke never was my scene. Ach komm, Max, du kannst es doch auch. I believe I can fly. Na gut, lieber nicht. Ah, hier gibt's aber auch nichts mehr, was wir gebrauchen könnten. Okay, ein Painkiller. Den können wir immer gebrauchen. So. Was steht da eigentlich? Choosers of the Slain? Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Mir wurscht. So, die Stage Control. Oh. Oh. Ach, was mach ich denn da schon wieder? Aha, doch nicht fliegen. Oh. Ich dachte, er wäre schon längst hin. Ganze Elektronik am Sack. Und mein Painkiller wieder weg. Ach, Mann, weil ich wieder das Falsche... Oh, hätte ich das gewusst, hätte man doch schön die Kelle hier abballern können.
Ach, wisst ihr was? Ich lade noch mal neu. Das gönne ich mir jetzt einfach mal. So, dann gehen wir mal da hoch. Und probieren mal das aus. Ich meine, wir haben jetzt einen Painkiller. So, ich mache jetzt die Stage Control auf und dann, wenn die kommen, machen wir die Pyro an. Vielleicht passt es ja. Ja, es hat geklappt. Wie geil. Schön reingerannt, du Idiot. Genauso wollte ich das. Es muss ja auch mal was klappen hier. Och, ach Mist. Tü-tü-tü. Ja, Schmor in der Hölle, du Arsch. So, wo geht's da lang? Da oben. Man muss ja erstmal alles erkunden, bevor man hier einfach blind wie er da irgendwo rausrennt. So, das wird wohl. Ja. Dann werden wir wohl ein bisschen hier rumfahren müssen. Was ein Scheiß. Ah. So. Und ich könnte wetten. Ne, ich wette sogar, dass da irgendwo jemand ist. Oh. Ja, ich wusste es doch. Arschloch. So blöden Eiern braucht ihr mir nicht ankommen. Wo ist er denn hin? Ach, schon da ganz da oben. Ja, komm. Vielleicht schaffen wir es ja so. Was? Ist da jetzt einer runtergestürzt oder wie? Roffel! Hat er den runtergeschmissen, den Bu? Oder war der selbst? Oh mein Gott! Ist der da rübergerannt? Was ein Fail! Vollidiot. Gut, soll mich nicht stören. Hauptsache uns passiert dieser Fehler nicht. Ja, ist ja ganz toll. Ja, das speichern wir natürlich nochmal. Wollen ja nicht schon wieder hier alles durchlaufen. Oh mein Gott. Komm schon, Max. Ja. Ja, der Max ist halt ein Allrounder. Oh. Chapter 9. An Empire of Evil. The backstage area led to Lupino's inner sanctum. The hot air inside was like an invisible wall, thick with incense and something else, a sickly sweet smell that made you gag. This was the rotten core of the Big Apple. Lupino lurked somewhere ahead, like a spider at the center of his web, waiting. The vapors in the air started to make my head swim. Torn pieces of a letter lay scattered on the sofa. Ja, was ist denn das hier für eine Scheiße, ey? Punchinello had threatened Lupino in writing. The note had been torn to pieces, bloody fingerprints all over them. Don't want you to think that one of my boys is not playing with a full deck. Shape up, Jack. We are running a business here. I'd hate to send the trio to strong arm you. The trio were the Don's notorious henchmen. It was obvious that Lupino hadn't been intimidated by the threat. Ja. Lupino's notes covered the table. Und was da drauf steht, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Max Payne. Bis dahin.